Ihr habt es endlich geschafft, etwas Geld auf die hohe Kante zu legen. Vielleicht war es ein Geschenk, eine Erbschaft oder ein Bonus. Ja, und jetzt die große Frage. Wie nutze ich das Geld für meine Vorsorge und Geldanlage und wie lange lege ich es am besten an? Es gibt sehr viele Möglichkeiten und wir geben euch in den nächsten Minuten einen Überblick, wie ihr euer Geld sinnvoll, individuell, auf eure Bedürfnisse abgestimmt und sicher anlegen bzw. zur Vorsorge einsetzen könnt. Versicherungsplauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst? Ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei, dein Podcast mit Wissen to go, direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, grüß euch, freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und ich habe euch heute die Geschichte von Jana mitgebracht. Ich habe zum Schulabschluss von meiner Familie 10.000 Euro geschenkt bekommen. Ich habe natürlich dann gleich im Netz geschaut, oh, tausende Tipps, aber ehrlich gesagt, ich war komplett überfordert. Ich wollte das Geld ja erstmal nur irgendwo ablegen, weil ich wusste ja nicht, ob ich es schon bald mal brauchen werde, weil ich mir irgendeinen Traum erfüllen will. Aber irgendwie wäre es dann ja auch wieder schön, schon ein bisschen was dafür zu bekommen. Vielleicht geht's euch ja genau wie Jana, die sagt, ich möchte das Geld nur kurzfristig parken. Oder vielleicht wollt ihr euer Geld lieber langfristig anlegen bzw. damit langfristig für das Alter vorsorgen. Auch wenn unsere Interessen sehr unterschiedlich sind, am Ende wollen wir doch alle das Gleiche. Und zwar bei der Vorsorge oder Geldanlage von attraktiven Konditionen profitieren. Ja, und über die verschiedenen Lösungen spreche ich jetzt mit Julia von der Allianz. Hallo Julia. Hallo Axel und hallo an alle, die da draußen zuhören. Julia, früher habe ich persönlich das Geld ja immer aufs Sparkonto gelegt, aber da gibt es ja mittlerweile viel effizientere Möglichkeiten. Aber ich glaube, viele sind einfach unsicher, wie sie den Betrag am besten anlegen bzw. damit vorsorgen sollen. Also welche Möglichkeiten gibt es denn da bei euch? Puh, wir haben verschiedene Optionen. Also je nachdem, welche Ziele ihr verfolgt und auch wie hoch eure Sicherheitsneigung und Risikobereitschaft ist. Okay. Die Frage ist auch, ob ihr das Geld kurzfristig, mittelfristig oder langfristig anlegen wollt. Und dann kommt es noch drauf an, ob ihr fürs Alter vorsorgen oder euch ein Vermögen aufbauen wollt. Oder ob ihr das Geld wie Jana erstmal nur parken wollt. Parken ist super. Deswegen lass uns mit dem Parken mal anfangen. Also für wen ist das denn aus deiner Sicht sinnvoll? Für alle, die noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu entscheiden, was sie mit dem Geld machen wollen. Steckt ihr es vielleicht doch in die Altersvorsorge oder schafft ihr euch in den nächsten Jahren was Größeres an? Das Parkdepot ist für alle sinnvoll, die sehr wahrscheinlich das Geld in den nächsten Jahren brauchen werden und daher nur kurzfristig anlegen wollen. Ihr könnt damit auf jeden Fall sicher und flexibel vorsorgen. Okay, und wir profitieren in der Zwischenzeit von den Zinsen? Und den Zinseszinsen. Ah. Der Zinssatz wird zu Vertragsbeginn festgelegt und für 3 Monate garantiert. Okay. Nach den 3 Monaten, beziehungsweise wenn ihr den Vertrag verlängert, wird die garantierte Verzinsung gegebenenfalls neu festgesetzt. Ihr könnt das Parkdepot übrigens auch jederzeit kündigen oder auch Geld rausholen. 3.000 Euro müssen immer im Depot bleiben, aber das heißt, wenn ihr beispielsweise 5.000 Euro parkt, könnt ihr jederzeit 2.000 Euro rausnehmen. So ein Überblick, Julia, ist immer super, aber noch besser kapiert man es, wenn man mal so ein konkretes Beispiel anschaut. Hast du eins? Ja klar. Nehmen wir mal Philipp, okay, der mit seinen 27 Jahren 50.000 Euro geerbt hat. Philipp plant, dass er sich in den nächsten paar Jahren eine Wohnung kauft, aber er weiß halt jetzt gerade noch nicht genau wann und möchte daher noch flexibel bleiben. Wenn er dann nach 3 Jahren sagt, so, jetzt brauche ich das Geld, dann bekommt er knapp 53.000 Euro, wenn die Verzinsung identisch bleibt. Hat also fürs Nichtstun einfach mal knapp 3.000 Euro dazu gewonnen. Alle Achtung, 3.000 Öcken fürs Nichtstun. Wir alle wissen, je länger die Laufzeiten, desto höher die Vorteile. Wer also Vermögen aufbauen will, was empfiehlst du da? Wer Vorsorgen und Kapital aufbauen möchte und mit großer Wahrscheinlichkeit sich erstmal nichts Größeres anschaffen will, für den bzw. diejenige gibt es unsere attraktiven Vorsorgekonzepte, die besonders bei mittleren und längeren Laufzeiten ihre Vorteile ausspielen. Mhm. Zum Beispiel in Form eines sogenannten Schatzbriefs. Unsere Schatzbriefe können mit verschiedenen Vorsorgekonzepten abgeschlossen werden und diese können wiederum sicherheits- oder renditeorientiert sein. Das Tolle daran,
Eine Garantie kann nach individueller Sicherheits- und Risikoneigung festgelegt werden. Lass mich den Ball gleich mal aufnehmen, Julia. Du hast es gesagt. Je nachdem, ob ich risikofreudiger oder lieber auf Nummer sicher gehe, für jeden ist was dabei? Auf jeden Fall. Unsere Produkte zeichnen sich durch verschiedene Stärken aus. Allianz Leben steht für Stabilität und Sicherheit und wir bieten Zugang zu internationalen Kapitalmärkten, ermöglichen es den Vorsorgesparern in Deutschland von der langjährigen Investmentexpertise der Allianz zu profitieren. Okay. Und durch unsere Größe im Anlagevolumen ergeben sich Vorteile. Und zuletzt, wir bieten Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlagen. Das gilt natürlich auch, wenn etwa ein Teil in Fonds investiert werden soll. Und was sind die Vorteile? Zum Beispiel, dass ihr freie Fondsauswahl habt aus unserem sogenannten Top-Fonds-Universum. Dann, dass ein professionelles Team die Auswahl und die Verwaltung von Wertpapieren übernimmt. Und das heißt für euch, ihr als Anleger müsst euch um nichts kümmern. Ihr profitiert einfach von der Expertise unserer Fondsmanager. Das klingt ja immer ganz toll an der Stelle, aber da bin ich jetzt mal kurz hier der Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer, liebe Julia. Denn wenn andere für mein Geld arbeiten, ja, so ein Fondsmanager, der will ja auch was haben. Also das heißt doch in der Regel, ich muss was bezahlen. Ja schon, es fallen Kosten an. Aber es lohnt sich jetzt in eine attraktive Verzinsung über mehrere Jahre einzusteigen. Nehmen wir mal das Beispiel unserer Privatrente-Perspektive. Bei 5 Jahren Laufzeit, wenn man die aktuelle Gesamtverzinsung zugrunde legt, haben wir hier eine Rendite nach Kosten pro Jahr von 3% bezogen auf das Gesamtkapital. Ein starker Wert mit einer 3 vor dem Komma. Ah, okay. Und du sagst eben Nachkosten. Also da sind die, die den Job machen, quasi alle schon bezahlt. Bei mir bleiben da 3 irgendwas übrig. Verstanden. Und dann gibt es ja noch die Option, du hast es vorhin schon gesagt, fürs Alter vorzusorgen. Geh doch da nochmal ins Detail, bitte. Auch oben ging es ja schon um Vorsorge. Natürlich mit dem Ziel, immer von starken Konditionen zu profitieren. Was du jetzt ansprichst, ist die Vorsorge bis zum Renteneintrittsalter und ohne feste Laufzeit. Genau. Hier erfolgt die Auszahlung von Kapital zum Renteneintrittsalter oder etwa die Zahlung einer lebenslangen Rente. Ziel ist es, durch gute Ruhestandsplanung auch im Alter finanziell eigenständig zu sein. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr in Rente seid, einen monatlichen Betrag ausbezahlt. Weil gewisse Ausgaben, wie wir alle wissen, hören mit dem Alter ja nicht auf. Das stimmt. Wenn ich mich jetzt entscheide, meinen Beitrag langfristig anzulegen, ich aber doch plötzlich merke, ah, Mist, hier ist was Unvorhergesehenes, ich brauche jetzt doch Geld, komme ich da irgendwie trotzdem ran? Ein- und Auszahlungen sind natürlich nicht ganz so einfach, wie es beim Girokonto der Fall ist. Aber Flexibilität ist ein wichtiger Baustein. Es sind gewisse Voraussetzungen zu beachten, aber ihr könnt bei Bedarf Geld rausnehmen und natürlich auch Geld zuzahlen. Okay. Wichtig ist die Botschaft, wenn ihr euer Geld längerfristig anlegt, bleibt ihr trotzdem handlungsfähig. Bei einem Vorsorgekonzept mit Voranteil habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Fonds beliebig oft und kostenlos zu wechseln. Cool. Axel, wir drehen jetzt den Spieß mal schnell um. Ich habe eine kleine Schätzfrage für dich mitgebracht. Okay. Was glaubst du denn, wie viel Euro werden pro Jahr in Deutschland vererbt bzw. verschenkt? Ah, das läuft öfter in den Nachrichten. Hätte ich es mir nur gemerkt. Also, boah, ich würde sagen, ein paar hundert Millionen sind es, aber bei 80 Millionen Deutschen allein sind es wahrscheinlich ein paar Milliarden, vielleicht so 10 Milliarden? Ja, netter Versuch. Es sind 100 Milliarden Euro. Wow. So hoch schätzt man das jährliche Erbvolumen inklusive Schenkungen in Deutschland. Krass. Und wenn ihr nur einen kleinen Bruchteil davon irgendwann bekommt, ist es doch jetzt schon gut zu wissen, was ihr damit macht. Also wie ihr es sinnvoll anlegen könnt. Wir bieten übrigens auch Lösungen an, damit die Vermögensnachfolge langfristig geplant werden kann. Aber Erben ist ja nur eins von vielen Beispielen. Es muss gar kein Sonderfall eintreten. Viele haben einfach hohe Ersparnisse auf dem Konto und lassen sich dadurch attraktive Konditionen entgehen. Hier lohnt sich ein Blick auf unsere Produkte bei der Allianz. Außerdem profitiert ihr unter bestimmten Voraussetzungen von Steuervorteilen bei Kapitalzahlungen, bei Rentenleistungen und bei Todesfallleistungen. Also da ist ganz viel drin, ganz viel möglich. Das ist in den letzten Minuten rausgekommen. Julia, erstmal vielen Dank für diesen Einblick, ja, und auch die gute Übersicht, wie ich einen einmaligen Betrag
clever anlegen kann. Danke dir. Ja klar, sehr gern. Und wie immer stehen wir euch mit unseren Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen von der Allianz zur Verfügung. Und zwar auf sämtlichen Wegen. Ihr könnt auch immer gern bei uns vorbeikommen. Auf allianz.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Denn im Gespräch können wir natürlich nochmal viel besser auf eure individuellen Wünsche eingehen. Julia, und zack ist rum. Wir sind am Ende. Danke dir. Danke auch. Ja, und die wichtigsten Punkte haben wir zum Schnellmerken und Weitererzählen jetzt nochmal für euch zusammengefasst. Fakt 1. Der Ist-Zustand. Wesentliche Sparziele sind Altersvorsorge und Kapitalaufbau. Die stehen aber mit dem tatsächlichen Anlageverhalten im Widerspruch. Fakt 2. Das Angebot. Ihr könnt kurzfristig euer Geld parken, Vermögen aufbauen oder fürs Alter vorsorgen. Ihr profitiert dabei von attraktiven Konditionen und profitiert von der langjährigen Erfahrung der Allianz, was Kapitalanlage angeht. Fakt 3. Die Vorteile. Ihr habt mit der Allianz einen starken und verlässlichen Partner. Ihr bleibt flexibel, und zwar durch Entnahme- und Zuzahlungsmöglichkeiten oder auch durch vielfältige Aufschuboptionen. Außerdem könnt ihr von Steuervorteilen profitieren. So, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und da geht's um die spannendste Zeit im Jahr für alle Kfz-Besitzer. Wir sagen euch, was jetzt wichtig ist. Bis dahin. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.